Die massive Kritik von Europaabgeordneten und Datenschützern war erfolglos. Das umstrittene SWIFT-Abkommen zwischen den USA und der EU ist vorläufig in Kraft getreten. Es erlaubt den USA Zugriff auf Millionen von Bankdaten, die vom Finanzdienstleister SWIFT mit Sitz in Belgien verwaltet werden. Vieles spricht aber dafür, dass das Abkommen schon nächste Woche wieder vom Europaparlament gekippt wird. 15 Millionen Banküberweisungen gehen täglich rund um den Globus, abgewickelt durch den Brüsseler Finanzdienstleister SWIFT. Amerikanische Terrorfahnder hatten bisher ohne Rechtsgrundlage Zugriff auf alle Überweisungsdaten der Europäer. Die EU-Innenminister haben das jetzt legalisiert. Heftiger Protest der Datenschützer. Es werden doch sehr viele Daten übermittelt, nicht nur von des Terrorismus oder seiner Finanzierung verdächtigen Personen. Die Datenschutzkontrolle, die unabhängige Datenschutzkontrolle ist insbesondere in den USA nicht gewährleistet. Überweisungsdaten von Privatpersonen wie auch Unternehmen werden an die USA weitergegeben. Übermittelt werden Absender, Empfänger, Verwendungszweck und die Geldsumme. Auch das Europaparlament lehnt die pauschale Datenübermittlung strikt ab. Das Bankgeheimnis würde ausgehöhlt. Es gäbe keine Kontrolle durch eine unabhängige Behörde. Unserer Meinung nach ist das SWIFT-Abkommen nicht im Einklang mit den Bürgerrechten, so wie sie in der Europäischen Union gelten. Auch Finanzdienstleister SWIFT unter Druck. Der Datentransfer in die USA wird so lange ausgesetzt, bis das Parlament sein Votum abgegeben hat. Die Parlamentarier haben die Machtprobe gewagt und gewonnen. Am 10. Februar werden sie aller Voraussicht nach das Abkommen kippen und so die Amerikaner zwingen, auch europäische Datenschutzgesetze zu respektieren.